Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und es ist 6 Uhr morgens und die Oscars sind gerade vergeben worden und deswegen natürlich das obligatorische Auswertungsvideo rund um die Verleihung und um die Gewinner. Tja, und um die Uhrzeit ist nochmal noch kein Tageslicht da, deswegen entschuldige ich jetzt schon mal schlechtes Licht und vielleicht auch diesmal veränderten Ton mit sehr, sehr viel Hall, aber was soll's, mal ein Ausnahmevideo und am besten, bevor ich hier gleich wegpenne und vom Stuhl kippe, fangen wir damit genau jetzt an. Zum 84. Mal wurden die Oscars vergeben, zum 9. Mal von Billy Crystal gehostet und die großen Gewinner sind Hugo, beziehungsweise bei uns heißt er dann Hugo Cabret und The Artist, jeweils mit 5 Oscars, wobei The Artist da inhaltlich weit vorne liegt mit bester Film, bester Regisseur und bester Hauptdarsteller. Ansonsten noch 2 Oscars für die Eiserne Lady und viele, die sich dann jeweils einen Oscar gattern konnten. Dazu aber dann später mehr bei der einzelnen Auflistung. Erst einmal insgesamt zur Veranstaltung, nachdem man letztes Jahr mit Anne Hathaway und James Franco eher eine mittelmäßige bis unterdurchschnittliche Host-Performance hatte, hat man sich hier mit Billy Crystal relativ sichergestellt. Der ein oder andere Gag, nicht zu viel unter die Gürtellinie, sehr lustig, sehr unterhaltsam, relativ rund die ganze Show, aber auch nicht so gewagt, dass man sagen müsste, das war jetzt eine Verleihung der ganz besonderen Art, aber ein paar kleine Schmankerl waren. Cirque du Soleil hat eine wunderbare Performance abgeliefert mit atemberaubenden Kunststücken fast schon, für die es dann auch direkt Standing Ovations gab und noch einige lustige Laudatoren. Robert Downey Jr., der zum Beispiel bei der Kategorie Dokumentation mit Kameramann und Steadicam auf die Bühne gegangen ist und so getan hat, als filmt er eine Dokumentation mit dem Namen The Presenter, genauso wie Chris Rock zum Thema Animation, einfach mal einen ziemlich coolen Gag darüber gemacht hat, wie einfach man Animationsfilme sprechen kann und dafür mehrere Millionen kassiert und in Wirklichkeit bei UPS arbeiten wesentlich anstrengender ist. Emma Stone auch eine ganz coole Performance abgeliefert. Sehr lustig fand ich noch Will Ferrell und Zach Galifianakis, die zum Thema bester Song und bester Score auf die Bühne sind als Laudatoren, beziehungsweise nicht wirklich viel gesprochen haben, sondern infantilen Mist mit Musikinstrumenten gemacht haben, hätte ich gerne mehr gesehen. Leider etwas zu kurz gekommen. Sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wer die Oscars nicht gesehen hat. Die eine oder andere Stelle ganz witzig, ganz unterhaltsam soweit. Okay, kommen wir dann jetzt mal noch schnell zum Einzelnen und der Auswertung, was es denn so für den einen oder anderen gab und das Ganze hier chronologisch. Beste Kamera geht an Hugo Cabret, genauso wie Ausstattung waren die ersten beiden Oscars. Hab den Film noch nicht gesehen, kann ich schwer sagen. Sieht aber fantastisch aus in den Trailern. Kann mir vorstellen, dass das durchaus verdient ist. Dann bestes Kostüm geht an The Artist. Naja, in der Zeit, in der der Film spielt, wahrscheinlich gab es eine ganze Menge zu machen. Sieht auch ganz gut aus. Make-up wundert mich ehrlich gesagt. Geht an Iron Lady, die eiserne Lady. Wo ich mich dann frage, warum da nicht zum Beispiel Filme wie Harry Potter oder Co. abstauben. Wo es doch zumindest vom Kostüm her nach wesentlich mehr Aufwand sieht, solche Filme zu machen. Okay, aber jedem das Seine, hier könnte man streiten. Als nächstes war dann der fremdsprachige Film, geht in den Iran, für Nada und Simin, der war dann auch nochmal nominiert, an der Stelle auch nochmal ganz, ganz eindrucksvoll, was man im Trailer gesehen hat. Übrigens, was ich vorneweg sagen wollte und ein wenig vergessen habe, dass wir Deutschen doch relativ leer ausgegangen sind, beziehungsweise komplett. Wir hatten quasi die Chance mit deutscher Beteiligung 3 bis 3,5 Mal dabei zu sein, und zwar für bester Kurzfilm. Ruya Belhammer leider nicht abgeräumt, genauso wie Wim Wenders mit Pina im Bereich Dokumentation nicht gewinnen konnte. Des Weiteren hätte man zumindest so halbwegs mit deutscher Beteiligung dabei sein können bei bester fremdsprachiger Film für The Darkness, wo da Polen angetreten ist. Wie gesagt, der Film ist ja in den Iran gegangen, und als dritte Möglichkeit einen Preis abzuräumen mit deutscher Beteiligung wäre für Phenomenes gewesen als Kostüm, beste Kostümbildnerin. Frau Christel, glaube ich, ist sie dann vom Namen her. Okay, fremdsprachiger Film, wie gesagt, geht in den Iran, wahrscheinlich auch relativ verdient, sah echt gut aus. Beste Nebendarstellerin geht so ein bisschen an Octavia Spencer, schon favorisiert in die Richtung für The Help. An der Stelle wirklich gut, interessante Rede, war aber auch so ein bisschen favorisiert. Verblendung kriegt dann unter anderem besten Schnitt. Okay, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss an der Stelle.
kann man vielleicht machen. Bester Ton geht wieder an Hugo Cabret. Ja, wie gesagt, der Trailer macht einiges her, aber das sind auch dann nicht die ganz wichtigen Oscars, wenn man ehrlich sind. Und drei hat Hugo Cabret bis an dieser Stelle schon eingeheimst. Als nächstes geht dann auch noch Soundmixing an genau diesen Film. Naja, wie auch immer. Beste Dokumentation geht an Undefeated. Das hier viele Kategorien, die am Anfang der Verleihung relativ schnell runtergerattert wurden und dann so langsam hat sich die ganze Veranstaltung eingependelt und immer mehr Zeit genommen, je wichtiger man dann wurde bei gut 3 Stunden Verleihung. Jedes Jahr quasi auch so ein bisschen das gleiche. Bester Animationsfilm geht, wie ich finde, völlig zu Recht an Rango. Ich habe kein Geheimnis darum gemacht, dass dieser Film für mich eine der großen Überraschungen war. Ganz fein animiert, hat sich wunderbar gelohnt, das Ding anzuschauen. Und wie Johnny Depp hier unter anderem die Hauptfigur spricht, ist genial. Lohnt sich übrigens mal ins Making-of reinzuschauen, wer die Chance hat. Okay, als nächstes haben wir wieder Hugo Cabret mit beste Effekte. Da hätte ich vielleicht auch gedacht, könnte man wirklich Planet der Affen Prevolution, meinetwegen auch sogar Transformers 3. Ich hätte es mir für Planet der Affen gewünscht, aber die Academy wollte es wohl nicht so. Bester Nebendarsteller, dann quasi schon fast gesetzt, Christopher Plummer, der mit 82 Jahren das erste Mal einen Oscar gewinnt nach einer sagenhaften Karriere und damit auch der älteste Oscar-Preisträger ist und ganz cool übrigens hier für The Beginner in der Nebenrolle den Preis bekommen hat. Ganz cool, meinte, als er vorne stand mit der Oscar-Figur in der Hand: Ey Oscar, du bist doch gerade mal 2 Jahre älter als ich, warum sind wir uns noch nie begegnet? Lustige, coole Rede, cooler Mann. Soweit ganz gut. Max von Sydow leider auch 82, ist dann hier an der Stelle leer ausgegangen. Was soll man machen? Und Leute wie Jonah Hill werden noch oft genug die Chance haben, mal einen Preis in die Richtung abzuräumen. Beste Filmmusik, also Score, ging es dann langsam mit der Artist-Maschinerie los. Ging also, wie gesagt, an die Artist. Scheint auch eine sehr tolle Musik zu sein. Hab den Film noch nicht gesehen, weil er ja noch lange nicht im Verleih ist. Muss ich sagen, freue ich mich wahnsinnig drauf. Und wo natürlich nicht viel gesprochen wird, spielt Musik natürlich nochmal eine dreifach stärkere Rolle. Und damit gehe ich mal aus, dass hier dieser Preis ganz zu Recht vergeben wurde. Als nächstes bester Song, ja, die Kategorie, wo gerade mal 2 Nominierte angetreten sind. Da wird dann auch noch das System wohl in den nächsten Jahren umgeändert werden. Jetzt nicht 2 Kategorien, 2 Songs angetreten sind. Da war die Auswahl nicht so groß und man hat sich dann auf Muppets festgelegt. Und in den Muppets findet man dann den besten Song. Bestes adaptiertes Drehbuch geht an The Descendants. Aber dann auch der einzige Oscar für diesen Film. Vielleicht hätte man noch das ein oder andere rausholen können, weil ich sehr gespannt auf diesen Film bin, wenn er in seinem Kino kommt und ich mich sehr darauf freuen werde. Schade, dass es dann dabei geblieben ist. Dann kamen natürlich langsam die etwas stärkeren Sachen. Bestes Originaldrehbuch geht an Midnight in Paris. Woody Allen war selber nicht anwesend. War übrigens noch nie anwesend, wenn er für einen Oscar nominiert war. Sehr interessant an der Stelle. Ich fand, es war ein toller Film und da er ja die meisten Sachen sowieso selber schreibt, toll geschrieben und eine interessante und wunderschöne Atmosphäre in diesem Film eingefangen, kann ich sagen, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ganz zu Recht an der Stelle. Als nächstes kam dann so die Reihe Kurzfilme noch reingeschoben. Bester Kurzfilm ist The Shore geworden. Habe ich nicht gesehen, keine Ahnung. Documentary Feature geht an Saving Face, wo anscheinend Chirurgen Frauen bzw. Kriegsopfer, Verletzungsopfer, Gewaltopfer wieder versuchen herzurichten und Menschen, die entstellt sind, einigermaßen wieder ein lebbares Leben, zumindest von ihrem Schönheitsempfinden zu ermöglichen. Klingt interessant und war für mich jetzt in der Auswahl so spontan auch das, was mich am meisten interessiert hat. Wahrscheinlich dann auch zu Recht hier diesen Preis gegeben. Bester animierter Kurzfilm geht an The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lesmore. Tja, bei mir noch nicht angekommen. Man sieht man schon mal animierte Kurzfilme, aber das nur der Vollständigkeit halber hier gesagt. Und dann kam langsam die richtig dicken Brocken. Beste Regie geht an Michael Hazanavicius für The Artist. Also einer der 3 ganz wichtigen Oscars, die hier bei den 5 Abgeräumten von The Artist dabei sind. Und dann gab es noch ein paar Ehrenpreise unter anderem für Oprah Winfrey. Und dann kam es ganz dick mit bester Schauspieler für Jean Dujardin. Den kennen Sie vielleicht in Hollywood noch gar nicht so sehr. In Frankreich ein Megastar. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, kann ich euch nur sagen, ich finde ihn grandios in den US 117 oder US 117 Filmen aus Frankreich. 2 Teile bisher raus. Eine sehr lustige, ja nahezu Persiflage auf diese Standard-Agentenfilme. Ganz toll gemacht. Und wer seine Leistung in 3990 erst einmal gesehen
gesehen hat, weiß, was dieser Mann für Facetten drauf hat und dass das ein ganz starker Schauspieler ist. Und dass er mit The Artist ohne Worte zu überzeugen weiß, zeigt noch mehr, wie gut er an seinem Fach ist. Hier hat er alle mehr oder weniger links liegen lassen, ob George Clooney oder Brad Pitt oder Gary Oldman und Co. Ich denke mal, sehr verdient. Die Rede war, ehrlich gesagt, etwas mittelmäßig, aber ich finde diesen Mann einfach grandios und eine große Karriere ist ihm weiterhin zu wünschen. Beste Schauspielerin ist dann geworden, entgegen der großen Erwartungen, aber trotzdem heißem Rennen gewesen, tatsächlich Meryl Streep, 29 Jahre nicht nominiert, nicht gewonnen, 17 Mal nominiert gewesen, zweimal den Oscar auch dazu noch gewonnen, jetzt ihren dritten eingeheimst, hat eine wunderbare Rede gehalten darüber, dass ganz Amerika oder halb Amerika ihr diesen Preis sicher nicht gönnt und hat sich dann mit aller Liebe, die sie hat, bei ihrem Ehemann und bei ihrem Maskenbildner, den sie seit 37 Jahren an ihrer Seite hat, bedankt und das so herzlich und bodenständig, dass ich sagen muss, definitiv die beste Rede des Abends und hat dann noch gesagt, dass Filme und Preise toll sind, aber dass das, was für sie zählt, Freundschaften sind, neue Freundschaften, alte Freundschaften und hat sich bei all den Anwesenden bei der Veranstaltung bedankt und das so sehr vom Herzen, dass ich sagen kann, diese Rede ist für mich das Highlight zumindest von den Danksagungen, die bei dieser Verleihung diesmal stattgefunden haben und zu guter Letzt dann von Tom Cruise vergeben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt hätte Tom Cruise machen müssen, den Oscar für den besten Film und der ging dann schon, wie eingangs gesagt, an The Artist. Okay, damit ist The Artist, wie auch schon gesagt, der große Abräumer. Ich bin wahnsinnig gespannt auf diesen Film, hab tierisch Bock drauf. Und damit sind wir dann quasi Zusammenfassung. Hugo Cabret, The Artist, jeweils 5 Oscars, 2 gehen an Eiserne Lady. Und andere Filme, die eigentlich auch stark im Rennen waren, wie The Help oder The Descendants, The Beginners, jeweils ein Preis, genauso wie Verblendung, Rango, Muppets und Co. Andere wie zum Beispiel Moneyball, leider ganz ausgegangen. Auch Tree of Life hätte ich wahrscheinlich einen Preis irgendwo gegönnt, weil der Film mich sehr fasziniert hat und was ganz anderes war. Aber damit muss man wohl leben. Insgesamt finde ich es eine relativ faire Vergabe. An der einen oder anderen Ecke könnte man zwar streiten, aber die Oscars sind nun mal die Oscars und so manch einer nimmt Anstoß daran. So, und das war jetzt relativ schnell durchgerattert, aber ich hoffe doch für euch, wenn vielleicht für die Frühaufsteher, gleich mal das erste Feedback zu den Oscars. Ich bin jetzt fertig und muss in die Kohle und wünsche euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann natürlich morgen wieder, dann mit einer Kritik, heute also ausnahmsweise natürlich zu den Oscars ein separates Video und ich sage danke fürs Einschalten und wie gesagt, sehen wir uns natürlich morgen wieder und bis dahin, tschüss!